In diesem kurzen Video möchte ich die Kompatibilität der Jacobs Momente Kaffeekapseln in der Nespresso Latissima Plus Maschine testen. Die Jacobs Momente Kaffeekapseln sind in einer silbernen Folie nochmal extra verpackt. Die Kaffeekapsel selber ist schwarz und besteht aus Kunststoff. Auf der Unterseite befindet sich ein Aluminiumverschluss mit einem Jacobs J aufgedruckt. Das Einlegen in die Latissima Plus Maschine funktioniert einwandfrei. Der Verschlusshebel lässt sich nur ein wenig schwerer schließen als bei den originalen Nespresso-Kapseln. Auch der Kaffeeauslauf ist bei der Latissima Plus Maschine insgesamt sehr gut. Der Kaffee läuft zügig durch die Kapsel und durch die Maschine. Die Pumpe stoppt nicht. Diese spricht für eine gute Kompatibilität der Jacobs Momente Kaffeekapseln. Auch das Kaffeeergebnis kann sich sehen lassen. Es ist eine schöne Crema auf dem Espresso erkennbar. Auch der Auswurf der Kaffeekapsel funktioniert einwandfrei. Die Kaffeekapsel landet zuverlässig in dem Sammelbehälter für die leeren Kaffeekapseln. Schauen wir uns die leere Kaffeekapsel einmal an. Die Kaffeekapsel wurde sauber durchstochen. Die Kaffeekapsel hat sich oben etwas verformt, was aber nicht weiter schlimm ist, da der Auswurf und das Kaffeeergebnis für sich spricht. Die Verformung hat das Kaffeeergebnis somit nicht beeinflusst. Der gesamte Testbericht zu den Jacobs Momente Kaffeekapseln ist zu finden auf meiner Seite kapsel-kaffee.net.